Ich glaube, ihr kennt das alle. Da gibt es diesen Menschen, sagen wir Sam. Und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob Sam für Samantha oder Samuel oder einfach nur für Sam steht. Jedenfalls, du und Sam, ihr versteht euch. Sehr gut sogar. Ihr trefft euch erneut und immer merkst du, Sam und du, das hat was. Also schlendert ihr eines Tages gemeinsam durch die Straßen und da trefft ihr einen alten Kumpel von dir an. Und der Kumpel, der schaut euch an und findet, hübsch, ihr beiden seid jetzt eigentlich zusammen. Und du reagierst gewohnt souverän und sagst, ja, schon. Und daraufhin will der alte Kumpel natürlich wissen, ja, wann hat denn das alles angefangen und wie kam es denn überhaupt dazu? Und in dem Moment gerätst du jetzt in historiografische Nöte. Du hast das sogenannte Hans-Schrieber-Problem. Denn das Problem ist, dass mit dir und Sam das hat überhaupt nicht angefangen. Das hat sich mehr so entwickelt. Aber das ist jetzt natürlich keine gute Geschichte, das weißt du auch. Denn gute Geschichten, die haben einen Anfang und eine Handlung. Die haben ein Datum, wo man sagen kann, zack, da hat es begonnen. Und deshalb ist das jetzt unser Jahrestag und deshalb machen wir jetzt da jedes Jahr eine Flasche Prosecco auf. Der Hans Schieber, der lebte im 15. Jahrhundert und der hatte eigentlich genau dasselbe Problem wie Sam und du, das Problem mit dem Anfang. Sein Thema, das war jetzt nicht die Beziehung, sein Thema, das war die Schweiz. Die Schweiz gab es zu dem Zeitpunkt schon seit ein paar Jahrhunderten und so musste Schrieber irgendwie erklären können, wie es zu dieser Schweiz gekommen war. Die ehrliche Antwort, die wäre gewesen, aber ja, das war jetzt auch keine gute Geschichte. Also übernahm Schrieber das Motiv des Tyrannenmords aus der Antike, kombinierte das Ganze mit einer nordischen Sage von einem Meisterschützen und würzte die Geschichte mit aktuell kursierendem Klatsch. Denn im Schwarzwald war zu jener Zeit gerade ein Ritter wegen eines Techtelmechtels mit einer Magd aus dem Hinterhalt heraus erschossen worden, in einer hohlen Gasse. Eine hohle Gasse ist eine enge Stelle an einem Weg. Dazu nahm Schrieber dann noch ein paar Verschwörer, von denen sagte er, die hätten sich irgendwo irgendwann verschworen und dann hätten sie sich etwas später mit weiteren Leuten auf einer Wiese namens Rütli getroffen und da hätten sie dann beschlossen, einen Aufstand anzuzetteln. Das war Schriebers Geschichte. Etwa 100 Jahre später hat dann ein weiterer Historiker die Geschichte noch mit weiteren Details ergänzt und er hat das Treffen auf dem Rütli datiert. Er hat gesagt, das hat stattgefunden am 8. November 1307. Und damit hatte die Geschichte der Schweiz jetzt zum ersten Mal einen klar definierten Anfang, 8.11.1307. Was tatsächlich passiert ist in dieser Schweiz, das wäre mit gar nicht so schlecht umschrieben gewesen. Weil, ja, ehrlich gesagt, hat das mit dieser Schweiz auch nicht so wirklich klar begonnen, sondern es hat sich auch mehr so irgendwie halt entwickelt. Es hatte irgendwas zu tun mit dem Machtvakuum nach dem Tod eines Habsburger Königs, hat ein bisschen was zu tun mit dem Aufkommen des Gotthardhandels, hat ein bisschen was zu tun mit Interessen der lokalen Adligen. Aber ihr merkt schon, das gibt so keine süffige Geschichte. Also springe ich vielleicht besser weiter, und zwar ins 17. Jahrhundert. Was gern vergessen geht, ist, dass die Schweiz bis 1648 Teil eines, sagen wir jetzt mal, mäßig übersichtlichen Königreiches war. Dieses Königreich, das hieß Heiliges Römisches Reich Deutscher Nationen, von dem müsst ihr eigentlich bloß wissen, dass es weder heilig noch römisch noch ausschließlich deutsch und schon gar keine Nation war. Und dass sein Wappentier der Doppeladler war. Aber wehe, irgendwer erinnert daran. Jedenfalls wurde die Schweiz dann mit dem Westfälischen Frieden von 1648 unabhängig von diesem Reich und das nicht wegen des Apfelschusses eines Urner Bauern, sondern wegen des Verhandlungsgeschicks eines Basler Diplomaten namens Johann Rudolf Wettstein. Unabhängigkeitstag für die Schweiz, also der 24.10.1648. Dann taucht im 18. Jahrhundert ein alter Landfrieden wieder auf. Das ist ein altes Dokument, datiert auf Anfang August 1291. Und in diesem Dokument
haben Uri, Schwyz und möglicherweise auch Unterhalten so dieses und jenes miteinander vereinbart. Sie haben abgemacht, dass sie sich gegenseitig helfen wollen, sie haben abgemacht, dass sie Streit nicht vor fremde Fürsten tragen wollen und sie haben abgemacht, was man mit Mördern, Brandstiftern und Dieben anstellen will. Es steht im ganzen Dokument überhaupt nichts von Unabhängigkeit oder Freiheit, nichts von Sezession oder Aufstand und auch nichts von einer Gründung. Und es heißt dass explizit, dass es auch ältere solche Dokumente gegeben hat. Kurz und gut, das Ganze ist als Gründungsdokument hochgradig ungeeignet. Was schade ist, denn so eine Declaration of Independence wäre sehr willkommen gewesen, gerade dann im 19. Jahrhundert. Da wird es dann nämlich richtig ernst. Die Schweiz wird zu einem Bundesstaat. Dieser Bundesstaat, der kriegt dann einen Bundesrat und eine Verfassung und viele, viele Partys. Man veranstaltet Schützenfeste und Trachtenfeste und Schwingerfeste und Elberfeste, Feste, damit aus diesen verschiedenen Appenzellern und Rotbau und Tessiner wirklich Schweizer werden. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Bundesfeier, ein Bundesfeiertag. Und da sagt man in der Innerschweiz natürlich dann zu dem Thema selbstverständlich, ja, ja, logischerweise, das ist der Tag von diesem Treffen auf dem Rütli. Nein, 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 sagen andere, wir nehmen den Tag der Unabhängigkeit. Wieder andere sagen, nein, nein, wir nehmen den Tag der Gründung. Der Vorgesetzte wisst es, hat sich am Schluss genau der Tag, der nicht nur ein klar definiertes Datum hatte, wo niemand gesprochen hat, niemand irgendwas gegründet hat, niemand unabhängig wurde, der Termin Anfang August 1291. Grund dafür war historiografische Zufälle und die Berner. Die Stadt Bern, die wurde nämlich 1191 gegründet, hatte also 1891 eine 700-Jahr-Gründungsfeier, die man veranstaltet hat. Das hat man dann aufgepeppt mit einer sogenannten Bundesfeier, 600 Jahre Schweizerischer Bund, basierend auf diesem Dokument von 1291, was natürlich datumsmäßig super gepasst hat. Den Termin von Anfang August, den hat man jetzt definiert, neuerdings als den 1. August, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der 1. August 1891 war ein Samstag und das war partytechnisch einfach ideal gelegen. In der Innerschweiz hatte man dafür überhaupt kein Verständnis. Man hat im Altdorf eine Statue aufgestellt, bei der man ein für alle Mal das richtige Datum 1307 in Stein gemeißelt hat. Gemacht hat das aber herzlich wenig. 1291 hat sich als Gründungstermin durchgesetzt und das bedeutet, dass die Schweiz jetzt immer Anfang August, am 1. August, von oben bis unten tapeziert wird mit Lampions und Fahnen und für Sam und euch heißt das, dass wenn ihr eines Tages in der Schweiz mal heiraten solltet, dass ihr aufgrund einer Verkettung von historischen Zufällen das ziemlich sicher an irgendeinem Datum, aber nicht am 1. August machen werdet. Herzlichen Dank.